عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Heute inshallah die dritte Folge über die Grundbasen der vier Rechtsschulen. Heute mit dem großen Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Wir fangen an mit seinem kompletten Namen. Möge Allah mit ihm und mit uns zufrieden sein. Er ist Abu Abdullah. Und hier sehen wir, dass drei der großen vier Imame sich diese Kunya ausgesucht haben. Sie haben sich ausgesucht, ihren Sohn Abdullah zu nennen. Warum? Weil der Prophet ﷺ gesagt hat, die beliebtesten Namen bei Allah sind Abdullah und Abdurrahman. Deswegen haben Imam Malik, Imam al-Shafi'i und Imam Ahmad ibn Hanbal diesen Namen auserwählt. Möge Allah uns von denjenigen sein lassen, die der Sunna des Propheten a.s. folgen. Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Osman ibn Shafi', davon kommt sein Name Shafi'i, ibn Shafi', ibn Sa'ib, ibn Ubaid, ibn Abd Yazid, ibn Hashim, ibn Abd al-Muttalib, ibn Abd al-Manaf. Oder Ibn al-Muttalib, Ibn Abd al-Manaf. Wo haben wir diesen Abd al-Manaf gehört? Beziehungsweise Abd al-Manaf Ibn Qasi. Dieser ist auch einer der Großväter des Propheten a.s. Denn der Prophet Muhammad a.s. heißt Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hashim Ibn Abd al-Manaf. Deswegen sagen wir, dass mit Ijma' der Gelehrten Imam al-Shafi'i mit dem gleichen Großvater hat wie der Prophet a.s. und dass er ursprünglich aus Mekka kommt. Jedoch wurde er im Jahre 150 nach Hijra in Asqalan, in dem Gazastreifen, auf dem heiligen Boden geboren und ist im Jahre von 2 Jahren mit seiner Mutter nach Mekka gezogen, wo er als Waisenkind oder auf Deutsch als Halbwaise aufgewachsen ist. Natürlich, er war sehr arm und seine Familie war sehr arm, sodass sogar gesagt wurde, dass er kein Geld hatte für Papier und somit in Knochen seine Durus und ähnliches mitgeschrieben hat und seine wichtigen Sachen. Als er dann älter wurde, hat er einen Mann getroffen, der ihm gesagt hat, dass er sich dem Fiqh zuwenden sollte. Dies hat er getan und ist nach Medina zu dem größten Faqih dieser Zeit gereist, zu Imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, und er hat bei ihm den Fiqh in Medina studiert. Genau. Imam Malik war sehr überzeugt von ihm und hat ihn sehr wertgeschätzt und hat einiges zu ihm gesagt, zu dem wir später kommen bei den Aussagen der Gelehrten über Imam Shafi'i. Jetzt kommen wir erstmal zu seinem Aussehen. Bismillahirrahmanirrahim. Hier heißt es, dass Imam Shafi'i seinen Bart mit Henne gefärbt hat, die etwas gelblich war. Er war groß, also lang, und er hatte ein dünnes Gesicht, wenig Fleisch im Gesicht. Und er hatte einen langen Nacken und war eher dünn. Und er hatte eine sehr schöne Stimme und einen sehr starken Kopf sozusagen, also einen sehr intelligenten Kopf, ein sehr schönes Gesicht
und sehr viel Adab und Akhlaq. Er war sehr, also er konnte die arabische Sprache sehr gut, er war sehr fasih, sodass sogar einige Gelehrten gesagt haben, selbst wenn man den schafaitischen Fiqh nicht mag oder nicht lesen will, sollte man die Bücher von Imam Schafi'i lesen, allein schon wegen seiner schönen Sprache und seiner sehr, sehr starken Sprache. Und andere Gelehrten sagten, Imam Schafi'i war Hujja für die Sprache. Also sozusagen, er war ein Beweis in der Sprache. Wenn Imam Schafi'i dieses und jenes gesagt hat, dann war das sozusagen ein Beweis. Wenn zum Beispiel einer gesagt hat, dieser und jeder Satz ist grammatikalisch falsch. Und dann gibst du ihm den Beweis, dass Imam Schafi'i diesen Satz so benutzt hat, dann war die Sache sozusagen erledigt und das, was Imam Schafi'i gesagt hat, wurde angenommen. Zu den Aussagen der Gelehrten über Imam Schafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh, er war der Imam von Ägypten in seiner Zeit. Er ist, nachdem er in Medina war, nach Ägypten gereist. Und so haben wir auch, dass wir sehen, dass Imam Schafi'i zwei Fiqh geschrieben hat. Einmal bevor er, einmal wo er noch im Irak war, nachdem er in Medina war, ist er in den Irak gegangen. Und dann der andere Fiqh in Ägypten. Auf jeden Fall, Imam al-Nawawi sagt, dass Abdul Malik ibn Hisham gesagt hat, er war der Imam von Ägypten in der Sprache, also in der Grammatik und der Sprache. Und hier sagt er auch Hujja fil Lugha, also ein Beweis in Lugha, in der Sprache. Und dass jeder, der eine Frage hatte, was Sprache angeht, zu Imam Schäfer gekommen ist. Und Imam Malik sagte, Allah hat auf dein Herz Licht geschickt. Also tu dieses Licht nicht ausschalten durch irgendwelche Sünden. Und er sagte auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine große Position geben wird. Dass er das schon sozusagen vorausgesehen hat. Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayh. Und hier steht auch, dass er schon im jungen Alter mit 15 Jahren eine sehr große Position gehabt hat und die Leute ihn sehr gelobt haben. Und hier sagt Al-Qattan, nachdem er das Buch Al-Risala von Imam Shafi'i gelesen hat, ich habe nie jemanden gesehen, der klüger und mehr Fiqh besitzender ist als Imam Shafi'i. Und generell dieses Buch Al-Risala von Imam Shafi'i ist sehr wichtig und ist sozusagen das erste Buch in Usul Fiqh. Und Imam Ahmed ibn Hanbal sagte, wenn ich zu einer Frage kam, also zu irgendeiner Mas'ala im Fiqh kam, in der ich weder Hadith noch noch einen Asar zu den Sahaba gefunden habe, dann habe ich die Aussage von Imam Shafi'i angenommen. Allahu Akbar. Und Imam Ahmed sagte auch, keiner hat im Ilm mit weniger Fehlern gesprochen und mit mehr Annehmen der Sunna als Imam Shafi'i. Und auch in dieser Sache hat zum Beispiel Sheikh al-Albani gesagt, als er gefragt wurde nach den Positionen der verschiedenen Madhab, hat er gesagt, die beste Madhab im Fiqh ist der Shafi'itische Madhab. Und dann der Hanbalitische und dann der Malikitische und dann der Hanafitische. Und das hat er gesagt, obwohl er als Kind oder in seiner Jugend den Hanafitischen Madhab beigebracht bekommen hat. Ishaq ibn Rawaha sagte, Al-Shafi'i war der Imam, der Führer der Ulama. Und er sagte auch, wie Imam Ahmed sagte, es gab keinen, der dessen Meinung weniger mit Fehlern geprägt war. Und natürlich, wir sagen, jeder Mensch
Außerdem Prophet a.s. der Wahi von Allah bekommen hat, hat Fehler und macht Fehler. Und Imam Malik hat auch gesagt, sowas wie etwa, es gibt kein Buch außer das Buch von Allah, beziehungsweise nur Allah hat es sich rausgenommen, dass sein Buch perfekt ist. Jedes andere Buch hat Fehler. So sagen wir zum Beispiel, sogar Sahih al-Bukhari hat einige wenige an der Hand abzählbare Hadithe, die schwach sind. Und dieses, was Imam Malik gesagt hat, wird hier wieder bestätigt in den Aussagen von Imam Ahmad und von Ishaq ibn Rawaha, dass sie eben einfach sagen, dass er der mit den wenigsten Fehlern war, wenn er seine Meinung abgegeben hat. Und Al-Qasim ibn Salam sagte, ich habe niemanden gesehen, der intelligenter war und fantastischer war und besser in der Sprache war und besser in der eigenen Meinung war als Imam Shafi'i. Jetzt zu einigen seiner Bücher, zum Beispiel im Fiqh war es natürlich Kitab al-Umm, eins der größten Bücher, wenn nicht das größte Buch im schafiitischen Madhab, und Al-Imla und Mukhtasar al-Muzani und Al-Buyuti. Das waren die vier Bücher im Fiqh von Imam al-Shafi'i. Natürlich haben wir gesagt, zum Beispiel Kitab al-Risala ist ein Buch im Usul-Fiqh und nicht im Fiqh selber. Und er hat natürlich auch seinen eigenen Musnad über die Hadithe, der er überliefert hat, Musnad al-Shafi'i und ähnliches. Dann sagen wir jetzt, schließen wir ab mit dem Tod von Imam al-Shafi'i. Er wurde 204 nach Hijra in Ägypten, hat Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele genommen. Und zu diesem Zeitpunkt war er 54 Jahre alt, 150 gestorben, 150 geboren, 204 gestorben. Und das war das kleine Video über den großen Imam, Imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. Und barakallahu fikum wa jazakum allahu khayran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.